Ich überlege, ob ich eine Pri-Inka ziehe. Komm, ziehen wir sie mal. Ich muss mir halt den Damage-Buff wegklicken. Weil wir durchskippen am Anfang, ne? Und ich will halt jetzt nicht unbedingt was adden. Gerade überlegen, nehme ich meinen Pot zur Sicherheit oder stealth ich? Aber eigentlich kann ich stealthen. Ich denke mir immer, die holen mich raus, ne, mit ihrem komischen AE da. Ich hoffe, es schaffen alle durch. Das ist halt hier immer so die Sache, ob alle den Skip hinkriegen. Das schreibt Raw oder Raw. Ja gut, aber das schaffst du doch easy ohne Raw. Okay, natürlich hätte ich den Rawen können. Ja. Ganz unrichtig. Ja, wir haben einen vergessen. Shockwave. Shockwave. Krieg ich sie alle? Ja. So krieg ich sie. Ah, jetzt hat der Warrior die rausgeholt. Ich habe sie gerade alle geroutet. Shockwave. Nein, jetzt steht er in der Hailer Void drin. Das ist so dumm, weil ein kleiner Mob noch da war. Shockwave. Ich kann die dann halt immer nicht. Oh boy. Shockwave. Das war jetzt echt ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Shockwave. Shockwave. Hab ich halt bald. Nein! Hol! Was ist denn mit dem Worry verkehrt? Ich hab die im Root und er holt die halt raus! Warum? Shockwave. Ich check's halt echt nicht. Was machen denn die da? Die sind halt. Ich verstehe es halt ehrlich gesagt nicht. Shockwave. Schon echt gut rein hier. Shockwave. Jetzt sind wir noch nicht tot. Die da oben sterben lassen, dass die jetzt nie die anderen reinlaufen. Wieder auf Hochhain. Wird mir erst ihn hier.
Ich hoffe, das klappt mit den großen Ads, dass wir die CC kriegen, ne? Jetzt haben wir beide interrupted. Der Mob ist halt absolut ätzend, ne? Der kommt nur mit, wenn du immer wieder einen Interrupt drauf haust. Sonst moved der halt nicht. Ishami hat nochmal einen Interrupt, das muss dann gleich ich noch. Hier rippen halt relativ oft die Leute, weil sie sich dann von Uhr wegklatschen lassen. Move, Boss. Ich hoffe, wir haben da einen CC. Okay, ein Banish. Lassen sie die Ads einfach durch, oder was? Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Das Problem ist, die konnte ich jetzt nicht alle routen. Den einen wird wieder rausgehauen, ne? Aber gut, einfach den Boss wegziehen. Mit diesen Dings kannst du schon echt ordentlich was rausrocken. Aber ich habe jetzt lieber meine CDs gespart für den Trash gleich. Reicht den Trash. Shockwave. Ich hänge an den Pilz. Na gut, wird aber nicht sonderlich viel geheilt, das passt. Shockwave. Versuchen wir es mal sauber zu spielen. Ich mache nur kleine Pulse. Keine unnötigen Sachen. Die standen jetzt leider nicht alle drin. Aber ich glaube, einige haben es getroffen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mein Knockback einsetze. Aber ich spare mir den Knockback ehrlich gesagt lieber auf, dass ich Mobs rausnocken kann aus Voids, als dass ich sie dann in den Explore reinkick. Ne, das bringt dann ehrlich gesagt nicht so viel, wenn sich die wieder sonst voll heulen. Also ich mache es jetzt ganz vorsichtig, eine nach der anderen. Weil die könnten wir eigentlich zusammenpullen. Das müsste eigentlich gehen. Ich habe Inka gleich wieder ready. Obwohl, die sind weitergelaufen. Sind mal rein. Muss ich mal gucken, dass ich selber nicht drinstehe, ne? Dass es halbwegs safe ist. Warlock haut halt echt einfach richtig raus. Ich hätte jetzt Inka ready, ich könnte jetzt auch die Großen zusammenpullen.
Komm, ich spiele es jetzt mal komplett safe. Hier muss ja jetzt nicht sein. Eigentlich ist es in der Instanz so, dass du genug Zeit hast, wenn du es clean spielst. Eigentlich. Genau, für sowas hebe ich mir meine Inka ganz gern auf. Ich ziehe dann die lieber noch dazu in die Inka rein und gut ist. Und dann schauen wir mal. Machen wir auf den Single-Target-Convoke raus, das zwar ein bisschen gewastet ist, aber egal. Shockwave. Ich hätte gern noch die ungenervte Version von meinem Z-Bonus mitgekriegt, ich sag's euch. Das wäre was gewesen. Ah, jetzt zieht das Ele. Das ist nicht gut, weil jetzt kann ich... jetzt kann ich die dann nicht rausziehen, ne? Aus der Dingsfläche. Na gut, er steht zum Glück nicht drin. Jetzt steht er drin, weil ich halt rauslaufen muss aus dem Scheißdreck. Ach! Hat ein Tick hat er bekommen. Shockwave. Das Ele hat die halt alle zusammengezogen und ich konnte auch nicht mehr aus der Void rausziehen. Jetzt sind die wieder komplett hochgeheilt. Also besser wäre es gewesen, wenn das Ele nicht gezogen hat, weil ich habe war safe mit der Inka. Das heißt, jetzt muss die Mobs wieder hochgeheilt. So gut ich das Ele finde, ne? Aber bei dem Blut-Tickling ist es halt immer ätzend, weil das tauntet alles ab. Du kannst dann die Mobs nicht mehr moven, die bleiben einfach stehen und ja, dann war es das halt. Immer den können wir eigentlich... Ich glaube, die einen beiden brauche ich. Haben wir die schon geedit? Hä? Ah, die sind wahrscheinlich dazu... Ach, das waren... Ah, dann waren das gar nicht die vollgehalten, sondern es waren neue Mobs. Okay, pardon, daran habe ich anscheinend Mist erzählt. Da drüben geht auch das Ding hoch. Ach, komm! Also, das war jetzt behindert. Ich stehe auf der anderen Seite. Er nimmt mich genau, als die Explo hochgeht. Da konntest du nichts machen. Das war ja mal behindert ohne Ende. Hat er das gesehen? Ich habe mich extra auf die andere Seite gestellt, dass ich safe bin. Und dann grabt er mich genau in dem Moment, wo das Ding hochgeht. Ist das dumm. Ist das dumm. Also da konnte ich jetzt einfach nichts tun, bin einfach gestorben. Warum rennt der? Ich bin nebenbei im Cleaven. Warum rennt der an mir vorbei? Oh, ist so ätzend. Da ist jetzt alles aneinander. Ich glaube, der Warrior hatte kurz Aggro gehabt. Ah, ich mach's jetzt auch wieder safe. Ich zieh die jetzt nicht rüber zu den anderen. Sonst haben wir da drüben bloß 10 Millionen Voids. Danke dir fürs Followen. Müssen halt gleich kicken, dass er mitkommt, der Kollege. Hier hinter die Ecke. Haben wir denn jetzt 55? Haben wir jetzt noch die Gruppe und die da hinten, ne? Also den Großen und den Caster.
Muss ich mir halt ein bisschen überlegen, wann ich bei dem Boss Inka noch ziehe. Weil ich brauch's eigentlich, wenn wir dann auf der Plattform sind, ne? Also eigentlich wäre optimal, wenn ich am Anfang... Wenn ich am Anfang inkern könnte beim Bosskampf oder jetzt noch davor. Ja, das wird nicht ausgehen, ne? Boah, soll ich einen kompletten Kampf delayen? Will ich eigentlich ungern, wenn ich ehrlich bin. Shockwave. Kick wäre richtig. Ah, nice. Der Shami hat da drauf gekickt. Ah, eigentlich will ich ihn nicht an die Treppe ranziehen, wenn ich ehrlich bin. Weil das Problem ist, das letzte Mal hatte ich die Geschichte, dass die Blobs, die aus ihm rausspawnen, dann in die Treppe reingebackt sind. Und dann waren wir die ganze Zeit im Combat. Das war richtig ätzend. Aber wenn ich ihn jetzt... Na gut, wenn ich ihn jetzt wegziehe, nicht, dass wir einen Boss adden, ne? Kick mal den Caster hier weg. Shockwave. Dass der nicht in dem Mob drin stirbt. Okay, die müssen wir nämlich jetzt wegmachen. Ich wollte öfter wieder Pots benutzen, ne? Ich vergesse es immer. Das Ding ist, ich habe jetzt 26 auf Hero. Auf Hero sage ich auf. Ne? Auf Inka. Er hat wieder sein Ele gezogen. Interesting. Wisst ihr was? Ich zieh's jetzt hier. Und muss mal gucken. AOE incoming. Watch your step. Ah, er hat's gebanished. Okay, passt. Ich hab's extra weggenockt, ne? Und gerootet. Das ist im Root und im Banish. AOE incoming. Fuck, jetzt geht mein... Watch your step. Ah, ich muss da weg. Das hilft alles nichts. Wir müssen die Bombe machen. Geht halt hoch, aber ich kann nicht hin. Und mit drauf DPSen. Watch your step. Kannst du dann gleich wieder knocken? Es ist halt einfach die Bombe um die Ohren geflogen. Ich habe alle CDs gezogen, hab's gerade so überlebt. Hätte wahrscheinlich auch in den Kreis reingehen sollen, in Klinktote. Aber es war, glaube ich, eine gute Idee, Inka zu ziehen. Ich hab's jetzt in 28 wieder, das müsste eigentlich passen. Müsste eigentlich passen. Ah, den kleinen will ich da nicht dran haben, ne? Nicht, dass der Tentakel dann am Blut steht. Also den großen müssen wir als erstes töten, aber der müsste weit genug weg sein, dass ich nicht drin stehe. 278er Waffe gezett hier. Also seht ihr, Inka habe ich ready. Mal einmal das orientieren.
Wenn jetzt ein bisschen ätzend werden, weil dann gleich hier alle in der Void-Suppe stehen. Hier blöderweise ein bisschen überlaufen. Watch your feet. Nehmen wir mal die Mobs auf die andere Seite. Hier ist halt alles zugevoidet. Watch your feet. Die können schon ganz schön anstrengend sein, vor allem jetzt hier mit dem ganzen Void-Gedönse. Gut, jetzt haben wir 70. 81, irgendwas brauche ich. Heißt, es müsste eigentlich reichen, wenn wir jetzt die Spinne hier noch spielen. Die spiele ich aber einzeln, weil die teilweise ziemlich nasty sein kann. Die und die Gruppe, das müsste eigentlich ausgehen. Dann können wir unten die Blubs noch spielen. Können wir dann theoretisch einen Boss oder so ranziehen. Die ganzen Tarnlinge müssten wir mal töten. Ich habe früher immer die Spinne mit ins Pack gezogen. Schlechte Idee. Da kriegst du dann schon ordentlich auf den Sack. Vor allem mit den ganzen Interrupts, die du eigentlich bei der Spinne brauchst. Tarnlinge haben den gerade weggeratzt, hä? BR dafür raushauen. Ja, der ist jetzt blöderweise. Sind die Tarnlinge in der Suppe drin? Ja. Tarnlinge sind in der Suppe. Und wenn wir da jetzt hingehen, dann... Das ist so dumm. Wann hättest du die ganzen Viecher geedit? Ich retz den mal. Interrupt. Ach, Castle jetzt nochmal. Gerade desorientiert, ne? Ich glaube, es war noch zu früh. Hat er den Castle nicht ganz durchgehabt. Shamihil macht immer seinen Sandtotem auf die Tarnlinge, das ist schon mal gut. Ja, ich könnte auch rein desorientieren, aber das benutze ich halt für Schild meistens. Ich kann den Endboss auf HPS umschalten, ja. 81, irgendwas. Das passt. Können wir den Boss holen? Defensive. Wie ist auf der anderen Seite drüben? Mit seinem Erdele, ne? Ich denke mir, warum zieht er denn jetzt... Offensive. Perfekt. Hilft auch keiner mit den Viechern hier. Alter, der Retz. Defensive. Also den Boss spielen wir jetzt gerade halt echt kacke, ehrlich gesagt. Es hilft halt auch keiner mit, die Viecher rauszuholen. Defensive.
Klar, ich kann das als Tank schon machen, aber wenn die Leute mitlaufen, dann kriege ich erstmal diesen Scheiß nicht ab, ne? Wenn du alleine stehst. Und wenn jeder schnell eins rausholt, dann ist es halt schneller gemacht, ne? Und die ziehen nicht die ganze Zeit durch. Gut, wir haben jetzt keinen Hunter mit Leuchtfeuer und sowas dabei, oder der da schnell durchmarodern kann. Defensive. Da hat da hinten einen gestunt. Machen wir mal jetzt die Convoke für den nächsten auf. Muss ich hier tatsächlich ein bisschen defensiv spielen. Ich habe keine Wall mehr. Ich habe die Ding rausgehauen. Den Gesu schon, wo ich den Heiler retzen musste. Halt kein Speed-CD, ne? Das ist halt... Dann versuchst du wieder rauszuholen. Ich hätte jetzt noch eine Inka. Siehste? Also jetzt bin ich eigentlich wieder safe. Mit einer Inka dürfte eigentlich nichts passieren. Der war nicht grüß dich. Aber das war... Als der Heiler tot war, ich konnte ihn nicht retzen, weil ich nicht genug Wut hatte. Und ich war auf 20k Leben. Ich habe alles gleichzeitig gezogen. Ja, ich muss nochmal, glaube ich, bei einfach einen Boss töten. Einer hat gerade eine Wieg-Aura am Start, dass wir zu wenig Prozent haben, aber... Das ist alles easy. Weil wir dann gleich die Blobs machen. Dann geht's gleich, wie das mit den Blutflächen hier abläuft. Die Explore. Eigentlich, die hätte jemand anderer kicken müssen. Ich darf eigentlich als Tank nicht in die Mobs reinchargen, aber die hat sonst keiner gemacht, deswegen dachte ich mir, komm. Okay, jetzt laufen sie da wieder durch. Scheiß auf die kleinen Viecher. Ich muss den halt jetzt ein bisschen rausziehen. Ach, jetzt tut er sich in die Void reinporten. Ja, ich habe ihn rausgekriegt. Also den wollen wir jetzt hinten killen und dann gehen wir die Blobs holen. Jetzt noch knappe 8 Minuten. Blobs und Boss. Nee, den wollte ich erst danach pullen, dass wir den rüberziehen können. Nein, warum stunt er den jetzt? Ich verstehe es nicht. Der ist fast tot und der stunt die. Dass die da drin rippen.
Das ist aber jetzt nicht verstanden. Ja, ein Boss geedit. Und Kick auf ihn. Kill Ads. Watch your step. Help Soak. Ja, jetzt muss ich drin stehen bleiben. Weil ich soaken muss, ne? Das ist so dumm. Das ist hier so kacke, wenn der eine ewig lebt. Ich muss in der Ding stehen und da haut er seinen Hit rein, weil ich da halt stehe, ne? Da ist halt RIP. Jetzt haben wir da den Blub, aber niemand steht, kann drinstehen. Das hat jetzt irgendwie gar nichts gebracht. Help Soak. Wir müssen das Ed töten. Watch your step. Help Soak. Das sieht doch gut aus. Der eine ist da reingelaufen. Muss jetzt durch die Viecher durchziehen, wir mal schnell eine Wall. Fuck it, ich muss andersrum weg. Ich will mich nicht von den Viecher hauen lassen. Ein bisschen Melee-Range. So, mein Pot könnt ihr noch nehmen. Watch your step. Oh, fuck it. Ich habe mich zu weit geblinkt. Ich wollte eigentlich nur rumblinken, dass ich da noch rauskomme. Na, das da war der Ding jetzt echt gut. Erdele. Tatsächlich. Ganzen kleinen Viecher einmal. Watch your step. Wunderbar. 21er Intime. Ich hoffe, das bringt ein paar Punkte. 13 Punkte hat das gebracht. Das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Kommen jetzt noch Schuhe? Nein. Aber mit einem Sockel. Handgelenke. Aber es ist halt... Was sind das für Stats drauf? Das haben wir doch ruhig runtergespielt, das Ding. Hazard Mastery. Das sind die gleichen, die ich hab. Gut, das war ein schöner Run, kann man nichts sagen. Schauen wir mal, hat irgendeiner noch irgendwas gekriegt, was ich brauchen kann? Nö, sieht schlecht aus. Glaube ich eh kein Lederträger sonst dabei. RIP!